Sommerzeit ist Fahrradzeit. Die flotte Fortbewegung per Muskelkraft liegt voll im Trend. Um die Geschichte des Fahrrads dreht sich alles im Fahrradmuseum in Gau-Algesheim, das wir für Sie zum ersten Beitrag in HWK-TV besucht haben. Es schließen sich Berichte über einen selbstständigen Zweiradmechanikermeister an und eine ganz besondere Ausstellung im HWK-Zentrum in Herrstein. Viel Spaß dabei! Wer sich dem ehemaligen Schloss von Gau-Algesheim nähert, steuert auf eine interessante Zeitreise auf zwei Rädern zu. Denn hier bietet das Fahrradmuseum Rheinhessen viel Informatives zur Entwicklung des Fahrrades. Albert Weiß, einer der ehrenamtlichen Mitarbeiter, erklärt, was das Museum zeigt und seit wann es offen steht. Seit 2001 und zeigen tun wir die Geschichte des Fahrrads vom Anbeginn, vom Laufrad bis zum heutigen Sportgerät und Kuriositäten aus der Fahrradgeschichte. Kuriositäten aus der Fahrradgeschichte. Auf ihre Weise zählen heute fast alle technischen Entwicklungen dazu. Von der Beleuchtung über die Bereifung bis zum Sattel. Zu ihrer Zeit stets auf der Höhe der Zeit. 1817 begann alles mit dem Laufrad. Ja, das Laufrad hat der Freiherr von Dreis 1817 zum Patent angemeldet. Daher weiß man genau, dass es an dieser Zeit stammt. Und er saß auf dem Holzbuck und hat sich mit den Füßen abgestoßen, wie es heute die Kinder ja auch, wie man es wieder sieht bei den Kindern. Und aus diesem Rad wurde 1865 in Frankreich ein Kurbeln ans Vorderrad angebracht. Und das ist die eigentliche Geburtsstunde des Fahrrads. Jetzt konnte man fahren. Das reine Fortbewegungsmittel ist längst zum Kultobjekt geworden, hier mit vergoldetem Rahmen. Doch auch technisch wurde einiges auf den Weg gebracht. So hier ein kettenloses Fahrrad. Das also durch Getriebe im Tretlager ist ein Getriebe, das durch die Stange des Rahmens zum Hinterrad geht und dort auch wieder über Zahnräder die Kraftübertragung statt in der Kette. Im Fahrradmuseum können auch Weltstars und ihre Räder bewundert werden. Das ist eine Zeitfahrmaschine, die der französische Radrennfahrer Chalabert gefahren hat, der bei der Tour de France Siege errungen hat und Zeitfahrweltmeister auf diesem Rad wurde. Mit Carbon, Aluminium, leichter Stahl, das sind auch wirklich ganz dünne Rahmen. Und also leichtes Gewicht und Aerodynamik ist eben bei Radrennmaschinen das A und O. Das A und O für Zweiradmechanikermeister David Hetzel aus Baumholder sind Fahrräder für ganz verschiedene Einsätze und die passende Technik. Der Handwerksmeister über seinen Alltag. Also neben dem alltäglichen natürlich Reifenblatt machen wir natürlich auch komplette Umbauten, das heißt Spezialanfertigungen nach Kundenwunsch. Wir bauen auch Räder auf nach Kundenwunsch, also nicht nur das Rad von der Stange. Leistung, die Kunden aus einem Umkreis von rund 150 Kilometern nutzen. Vom Profi-Rennradfahrer, Profi-Mountainbike-Fahrer bis zu dem alltäglichen Biker. So bringen sich David Hetzel und seine Mitarbeiter mit Erfahrung und handwerklichem Know-how für die fahrradfahrende Kundschaft ein. Ein Extrembereich dabei ist sicher die Betreuung von Triathleten, die Hetzel beim Wettkampf begleitet und vor Ort betreut und dabei auch als Sportler mitfiebert. Ja, ich mache auch Triathlon, aber natürlich nicht in dem Umfang aus zeitlichen Gründen. Aber mitreden kann man natürlich schon. So schlummern zwei Herzen in Hetzels Brust. Das des Sportlers und das des erfolgreichen Handwerksmeisters. Unser Unternehmen besteht seit 2003. Wir waren damals in einem kleineren Laden. Seit 2005 sind wir hier in die größeren Räumlichkeiten gezogen. Wir machen Fahrradverkauf, Schwerpunkt Mountainbike-Rennrad und natürlich Reparaturen aller Art. Was auch Extreme wie das vergoldete Fahrrad einschließt. Kann ich mich sogar sehr gut daran erinnern, ist noch gar nicht so lange her. Wir haben ein Rad aufgebaut für einen Designer mit Blattgold verziert, also knapp 10.000 Euro. Kostete dieser spezielle Wunsch und auch den hat David Hetzel auf den Weg gebracht. Von Baumholder nach Herrstein und hier ins HWK-Zentrum für Restaurierung und Denkmalpflege. Eine Ausstellung widmet sich hier dem Fahrrad, seiner Geschichte, aber auch seinen Möglichkeiten. Klaus Herzmann, Fotograf und Weltenradler, zeigt nicht nur seine Fotografien, sondern berichtet auch darüber, was man mit einem guten Rad so alles erleben kann. Das Fahrrad, ganz speziell das Fahrrad, was wir nachher auch hier ausstellen werden, das war schon auf alle fünf Kontinenten, also es ist schon einmal komplett rund.
und war dann noch lange Zeit zum einen Fortbewegungsmittel, zum Einkauf und zum anderen natürlich wurde es auch immer auf Reisen bewegt. Ganz egal, ob es jetzt irgendwelche Flusstalwege waren, wie jetzt der Main oder der Rhein, die Klassiker. Aber genauso wurde es zum Beispiel auch durch die Wüste vom Oman bewegt oder quer durch Namibia oder durch die USA. Auf Weltreise geht Klaus Herzmann immer in Familie und hat seine Ehefrau und auch die 9-jährige Tochter Laura dabei. To feel you all around me and to take your hand along the sand. I bet I may as well try and catch the wind. Reisen für jedermann werden es deshalb noch lange nicht. Doch mit der richtigen Vorbereitung, der richtigen Einstellung und auch der richtigen Fahrradausrüstung sind sie für Jung und Alt machbar. Auch darüber berichtet diese Ausstellung, wie auch über die Geschichte des Fahrrades. Denn sie gibt Einblick zum einen von den Anfängen des Fahrradfahrens bis in die Moderne und was man mit Fahrrad wirklich alles unternehmen kann. Ganz so speziell mit Fahrrad, mit Kind und ja, dass es einfach Spaß macht, Fahrrad zu fahren. Und wenn Sie sich für die Ausstellung in Herrstein im Zentrum für Restaurierung und Denkmalpflege interessieren, bietet Ihnen das Internet unter hwk-koblenz.de alle Informationen zu Lage und Öffnungszeiten. Hier finden Sie außerdem das komplette Beratungs- und Informationsangebot der Handwerkskammer Koblenz.